Gut, Kenners. Ich würde sagen, gehen wir mal eins weiter. Und zwar, wir haben eine neue Karte angesagt bekommen. Und diese Karte, die hat erstmal für richtig, richtig Aufruhr gesorgt. Und ich möchte mal gemeinsam mit euch da durchgehen. So, Kenners, gehen wir mal rein. Das ist eine Karte, die in Cyberstorm Access angesagt wurde. Gehen wir mal dieses Stück durch. Time Rending Morganite. I don't fucking know, wie man den Bums macht. Auf jeden Fall, ja, es sollte sich ziemlich was haben. Das ist ein enormes Spell. Für das restliche Duell applies these effects. Wenn es schon sowas heißt wie, für den Rest des Duells ist das erste, was mir einfällt, ja, das hat sich irgendwie so ein Trottel auf Reddit ausgedacht. Aber gehen wir mal rein. You cannot activate monster effects in the hand. Okay. Zu Deutsch, schiebt er deine Handtraps on swing. You draw two cards each time you conduct your normal draw. You can normal summon twice per turn. You can banish this card from your white, this card, dieselbe Karte nochmal. Und du kannst, wenn du dann normalst, kann der Gegner nicht drauf reagieren. Mit Monster-Effekten. Nice. Also, mein erster Gedankengang, den ich jetzt kurz habe, ist, diese Karte ist für Combo absolut irrelevant. Also für Combo-Decks ist diese Karte hart scheiße. Warum? Du aktivierst das Ding und hast erst Turn 3 etwas davon. Combo lebt aber davon, dass es halt komplett Turn 1 schon hier alles aufsetzt, wenn ihr versteht, was ich meine. Turn 1 muss das Board sitzen und du musst hoffen, dass dein Gegner das nicht brechen kann. Also ich glaube tatsächlich, in Combo wird die kein Play sehen. Es sei denn, du spielst ein Deck, was aufs Grind-Game aus ist. Was sagst, okay, 18 Turns und wir machen noch weiter. Da, also da sehe ich erstmal diese Karte. Dann, das nächste. First Turn, two Normals. Wir haben bereits so eine Karte, Chat. Wir haben bereits so eine Karte. Den heißt Double Summon. Weil Double Summon sagt auch, du darfst zweimal normeln in einem Turn. Sieht diese Karte aktuell Play? Nein, überhaupt nicht. Also, das heißt, der zweite Normal Summon Effekt ist irrelevant. Der ist wirklich irrelevant. Wenn dann dieses Draw 2 per Turn. Und dann ist die andere Frage, in welchem Deck ist diese Karte gut? Ich glaube, diese Karte ist in Control Decks. Das ist eine Karte für ein Control Deck. Ein Control-Deck will dich am langen Haken verhungern lassen. Ein Control-Deck sagt nein und weil die generell schon inhärent das Problem haben, dass sie Advantage-mäßig nicht hinterherkommen und die dann dafür jeden Turn zwei Karten ziehen können, glaube ich tatsächlich, dass diese Karte in Control-Decks wesentlich besser ist als in einem Combo-Deck. Und jetzt lese ich auch schon hier im Chat sehr, sehr oft, Flu sagt danke, Flu sagt danke. Tatsächlich glaube ich, dass diese Karte für Flu Wanderies ebenfalls komplett irrelevant ist, Chat. Flu Wanderies hat ihre Normal Sum und die haben die Map. Mehr brauchen die nicht, weil sobald sie eine Normal Sum, eine kleine haben, haben sie ja schon alles, was sie wollen. Also die Karte wird im Flander auch kein Play sein. Und dieses Draw 2 ist für Flu Wanderies auch komplett irrelevant, weil die dann spätestens nach Turn 1, wenn sie ihre Combo resolved haben, bereits damit kämpfen müssen, dass sie nicht die ganze Zeit Handkarten des Karten haben, weil Flu Wanderies einmal so ziemlich alle Vögel aus dem Deck fischt und sich auf die Hand nimmt. Also ich finde, die Karte wird auch für Flander komplett irrelevant. Also komplett irrelevant. Da sehe ich zum Beispiel, da finde ich das, was ich im Chat lese, Striker. Ja und nein. Striker ist ein Deck, was viel von Handtraps lebt. Da muss man Striker halt komplett auf Runic-Striker oder irgendwie sowas umbasteln, damit du halt deine zwei Karten pro Turn ziehen kannst, weil du kannst ja keine Handtraps mehr aktivieren, solange du unter dieser Karte bist. Der einzige Handtrap, die du noch laufen kannst, sind sowas wie, I don't fucking know, Imperm, glaube ich. Also diese ganze Spell-Trap-based Imperms. Der erste Sekunde, wenn man diese Karte durchliest, denkt man sich, was habt ihr da geraucht, Konami? Aber im zweiten Gedankengang denke ich mir, die ist gar nicht mal so geil. Also, die ist nicht so gut, wie man erstmal glaubt. Wie gesagt, der Draw 2 ist erst ab Turn 3 relevant. Für Combo ist das viel zu spät. Du musst Turn 1, muss dein Board sitzen. Flu Wanderies scheiß auf die Double Draw und die Advantage haben sie sowieso schon. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es irgendwie ein Trap Deck sein kann. Dass tatsächlich sowas wie Labyrinth oder Eldritch oder Dinomorphia davon profitiert. Also
diese ganzen lila Karten-Decks, die damit strugglen, damit sie Advantage aufbauen können. Weil so ziemlich jedes einzelne Combo-Deck, den ihr im Format wegrennt. So sehe ich das Ganze jetzt gerade tatsächlich. Ich weiß nicht, wenn ihr eine andere Meinung habt, dann lasst es mich wissen. Exodia. Nee, für Exodia ist die Karte absolut scheiße.